Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Aber wir nehmen hier von dem Raider Psycho, nehmen wir sein Impro-Gewehr mit. Ja, und das soll auch schon reichen. Okay. Hier ist gar nicht so viel. Ja, wir wollen ja dem Militärfunksignal folgen. Ups, hier hätte sich jemand versteckt halten können. Hat er aber nicht. Okay, dann geht's eben wieder runter. Und ja, hier lieber nicht. Den haben wir schon, ja. Dann geht's weiter. Ja, so ganz sicher sind wir noch nicht, wie das hier mit den Funksignalen aussieht. Deswegen machen wir das ja jetzt, um das herauszufinden. Stimpak nehmen wir mit. Gamma-Patrone, sehr schön. Kronkorken, 38er Patrone. Du hast bestimmt deine Na Gründe, gut, dann aber für mich sieht das Schraubenschlüssel. nach Schrott aus. Kronkorken 556er. Preston freut sich wieder, dass wir den Schrott einsammeln. Kronkorken. Kronkorken und Kombi-Schraubenschlüssel lassen wir aber drin diesmal. Da haben wir die Militärfrequenz verloren. Da ist sie wieder. AF95 Signal. Und verloren. Weg ist es. Ja, wo uns auch immer diese Signale hinführen mögen, wir werden es herausfinden. Wir haben es uns vorgenommen, diesen mysteriösen Signalen zu folgen. Und nebenbei sammeln wir natürlich Kronkorken und was wir sonst noch so finden hier. Was wir gut verwenden können. Alles mit, aber es sieht gerade nicht so aus, als würden wir. Ah, da ist es schon wieder weg. Wenn wenigstens jemand etwas sagen würde. Vielleicht ist es zu schwach. Wir müssen näher ran. Ach so, hier ist der Raider, den wir vorhin im Gebüsch hier vermutet hatten. Kronkorken, 38er Patrone, 5 mm Patrone. Impro-Gewehr nehmen wir mit. Den Rest lassen wir dort. Wir schleichen uns hier mal um das Gebäude. Hin zum Krankenhaus. Ah ja, diese Viecher sind hier. Hopp, 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 hopp. Dieser Vorsicht. Schuss muss sitzen. Was ist passiert? Schon wieder. Oh nein. Aus irgendeinem Grund sind wir auf dem Desktop gelandet, aber es geht gleich weiter. Okay, eine weniger. Eine ist aber noch da. Da oben. Vielleicht sogar noch mehr. Oh, das ist ein ganzer Schwarm. Oh. Blähfliege. Oh, was ist hier los? Na also. Es geht. Blähfliegenfleisch hier natürlich auch nochmal und Blähfliegendrüse. Auch gut. Eigentlich nicht meine Gegend hier. Ich fühle mich gerade nicht sehr gut hier. Aber Fliegen gehen ja noch so einigermaßen.
Hat sie mich getroffen mit ihren hässlichen Maden? Sieht man jetzt nicht. Ach Gottchen. Hier war doch irgendetwas. Ach, Preston. Mit Preston könnten wir reden. Nehmen wir hier noch das Blade-Fliegenfleisch mit. Also im Sprung können wir nicht schlagen. Wir treffen das Ding nicht. Absolut keine Chance. Ich denke, Preston, das war's, ja. Tonnenkorken. Irgendwo ist schon wieder ein Auto explodiert. Ja, hier passiert auch ständig was. Das ist nicht gerade langweilig. Blähfliegenfleisch, sehr schön. Oh, was war das? Das war ja wohl nicht das Auto, das jetzt hier explodiert ist, oder? Blutkäfer, Rüssel und Fleisch. Merkwürdig. Ich sehe auch nicht so etwas wie eine Richtungsanzeige oder so etwas. Aber... Na, jetzt ist es weg. Na, hier ist doch ein geheimnisvolles Zeichen. Diesmal ein Stern mit Häuschen in der Mitte. Kronkorken. Naja, wir gucken mal rein, was hier in diesem Krankenhaus ist, damit wir das schon mal wissen. Ah ja, da wir das Radio jetzt anhaben, sind wir leichter zu entdecken. Kronkorken 308 Patrone. Soweit ich weiß, hören die Gegner das Geräusch dann nämlich auch. Achso, Preston hat die Tür geöffnet. Sehr gut. Kronkorken Redaway Benzinkanister. Impulsmine. Impuls. Ja, soll das bedeuten, dass uns hier Roboter erwarten irgendwie? Okay, da ist eine provisorische Bombe. Wo ist die dazugehörige Falle? Na ja, dann nehmen wir das so mit. Kronkorkenmine. Nicht schlecht. Okay, ein Terminal. Ach so, der ist für die Tür. Na gut. Dann schauen wir mal, ob wir den geknackt bekommen hier. Set. Swap. Das wär's. Oh, das ging ja schnell. Tür öffnen. Ah, da ist irgendwer.
Oh, Raider Abschaum. Habt ihr das gehört? Was? Wo sind die anderen? Ah ja. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Perfekt. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ach, drei kleine Raider. Darf ich hier irgendwie... Kommt man hier nicht durch? Wofür habe ich dann die Tür entsperrt? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Naja, dann gehen wir halt außen rum. Oh, Preston. Ach so. Ja, da ist irgendwas runtergefallen von oben. Hey, Moment, ist das ein Vault-Anzug? Okay. Das ist ja mal erfreulich, dass das so einfach geht hier. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Ein bisschen Munition und ein paar Kronkorken. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Sind nur noch zu zweit. Scheiße. Nein, es ist nur noch einer. Und der ist irgendwo oben. Wie man unten im Radar sehen kann. Oh, schirmlose Tischlampe. Das ist gut. Ja, man muss natürlich immer auf der Hut sein. Denn es können überall gemeine Fallen lauern. Oh, ein Telefon. Schön. Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Chat aufhören. Okay. War ja ein... Selbst hat er mit sich selber geredet, oder? Wo ist der andere? Vorkriegsgeld. Schön. Und Kronkorken. Extra Kronkorken. Extra für uns. Und Bierflaschen. Nur die Flaschen, kein Inhalt. Die Teddys nehmen wir Bist mit. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Das sind Teddys, Preston. Für die Kinder. Moment, wieso sind hier eigentlich keine Kinder? Kronkorken, Kaliber 50, Schlacke. Ah, die ganze Aufregung wegen nichts. Ja, dann müssen wir den oben eben noch erwischen. Oh. Railroad-Agent. Das hatten wir auch noch nicht. Alles Railroad-Agenten hier. Railroad. Das sind die, die die Suns befreien, oder? Kronkorken und Schachteln Zigaretten, drei Stück. Ah ja. Ich würde ja zu gerne mal so einen Roboter starten, aber irgendwie befürchte ich, er greift uns dann an. Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Na, wo ist er denn? Ach, wie schön. Noch eine Buchrückgabemaschine. Das ist ja toll.
Da können wir Bücher zurückgeben und... Ah, da oben. Und Bücher zurückgeben und dafür bekommen wir Stimpaks zum Beispiel oder andere nützliche Dinge. Ich glaube, das war es aber auch schon hier mit den Raidern. Wir gehen jetzt am besten hier mal rauf. Nein, das ist nicht drauf, das ist runter, ich weiß, aber... Hier könnte man noch Kronkorken, Jet und Psycho mitnehmen. Ja, und im nächsten Teil werden wir sehen, was uns in der oberen Etage erwartet. Wir gehen schon mal rauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.